Entschuldigung, Kamerad, können Sie mir vielleicht sagen, wo ich wohne? Ich glaube, ich habe den Anschluss verpasst. Mensch, Piefke. Na? Du willst mir wohl verkackeiern. Wenn ich der Spieß erwischt, wird diese Blöden schon verjähen. Sind verhaftet, Piefke. Meinen Sie mich? Auf den Tag habe ich seit Wochen gewartet. Sag Sie mal, wer sind Sie denn? Der Weihnachtsmann mit vielen Überraschungen. Hier dem. Hey, nehmen Sie mir feinen Grieß bei, lassen Sie Schüttel geben und führen Sie den Kerl in die Zelle. Jawohl, Herr Febel, kommen Sie. Los. Passen Sie mich nicht an. Ich protestiere auf das Schärfste gegen diese Behandlung. Das können Sie da drin in der Zelle tun, da haben Sie genügend Zeit. Meine Herren, das kann Sie beide Kopf und Kragen kosten. Das können Sie da drin den Wanzen erzählen. Ich will jetzt sofort mit meinem Vater sprechen. Jawohl, Herr Piefke. Ich werde dir ein Telefon an den Kübel stellen. So ein Irrer. So, meine Herren. Und jetzt ist an der Zeit, das große Geheimnis zu lüften. Der Held des heutigen Tages ist der Erbprinz, mein begnadeter Sohn.